willkommen zu den Trenchcoat-Talkers. Auch heute wieder eine Spezialedition zur Unterhaltung invalider Menschen. Hi, mein Name ist Dela und bei mir ist der Hendrian. Hallo Hendrian. Wir sind die Trenchcoat-Talkers. Wir sind smart. Wir sind auch um 21 Uhr noch am Start. Yeah. Yay. Okay. Hi. Es geht schon gut los. Verstört, aber das gehört zu diesem Format. Hast du gesehen? Wir haben Feedback bekommen. Ich habe nicht gesehen, nein. Ich habe hier in diesem lustigen Discord einen neuen Feedback-Kanal eingeworfen. In der Hoffnung, nicht rauszufliegen, wenn ich da jetzt drauf drücke, drücke ich da mal drauf. Da passiert nichts. Da passiert nichts. Okay. Also da sind unter anderem auch für Königsbube Dame Gast und so weiter, aber unter anderem eben die letzte Trenchcoat-Talkers-Folge und irgendjemand hat, ja, das hört sich nicht an wie ein öffentlicher Feed, eher wie so zwei Freunde, die im Videochat zusammensitzen. Ja, ja, das ist das Konzept. Das ist das Konzept. Genau. Ja, nein, aber der Mensch, für den wir diese spezielle Aufnahmereihe gerade machen, der hat sich auch schon sehr gefreut über die letzten Folgen. Ich hatte ja auch noch so ein bisschen Zusammengekehrtes aus dem Archiv. Das habe ich ihm dann auch noch zugeworfen. Seht ihr? Diesen Service gibt es bei uns nur, wenn ihr krank seid. Wenn ihr gesund seid, kriegt ihr das nicht. Ja, es hat alles seine Vorteile. Und Nachteile. Weil wir wissen alle, wie unser Kehricht aussieht. Ach, ach, ach. Aber es hat wohl für angemessene Erheiterung gesorgt. Und das ist ja da Sinn der Übung. Ganz genau. Aber auf jeden Fall freuen wir uns, dass du erstmal schon wieder grundsätzlich unter den Lebenden bist. Oh ja. Ich habe sehr viel Daumen gedrückt und musste die ganze Zeit die Leertaste mit der Nase drücken auf Arbeit, weil die Daumen einfach zum Drücken belegt waren. Ja, und das Daumenglas, ich musste das erst warten, bis der Jonas mir das aufschraubt und so, aber dann hat das alles geklappt und ja, ich bin sehr froh, dass es dir den Umständen entsprechend gut geht. Das nächste Mal optimieren wir den Prozess mit einem Bügelverschlussglas und einem Butterstampfer. Genau. Hm? Oh, Flugzeug. Bügelverschlussglas, hervorragendes Stichwort. Aha. Wir haben heute Gurken geerntet. Siehe die Limastan. Die Gurken sind ungefähr so groß. Okay. Also ungefähr Jonas Faust. Sie sind nicht wirklich gurkenförmig. Mhm. Ich möchte an dieser Stelle meinen Papa zitieren. Naja, wenn du jetzt einen Erdbrasch rausholst, kannst du als Zitrone verkaufen. Demzufolge sind wir dann heute auch durch den Laden eskaliert und haben Essig und frischen Dill gekauft. Und dann wird das wahrscheinlich morgen eingekocht werden, das Ganze. Sind jetzt noch ein paar Gurken dran, also es könnte eventuell noch passieren. Deswegen haben wir eben die großen jetzt schon abgenommen, damit noch ein bisschen Energie in der Pflanze ist, dass es vielleicht die kleinen noch ein bisschen mischen kann. Aber es ist beeindruckend tatsächlich. Also ich hätte nicht gedacht, dass die so aussehen, wie sie aussehen. Mhm. Falls jemand die Nebengeräusche von eben identifizieren will, das war eine 777. Ja, was hast du Nebengeräusch? Das nächste Nebengeräusch wird eine 777. Was habe ich so erlebt? Ach, der übliche Fuhr auf Arbeit, wobei wir immer noch gespannt sein dürfen, wie sehr es ausartet. Okay. Wir arbeiten gerade an der Analyse einer Kausalkette, die im Moment so aussieht, wenn Kollege Straßenbahn in Urlaub geht, haben wir eine Havarie. Und das gleichzeitig kann ich nicht bedeuten. Und gleichzeitig immer, wenn ein bestimmter Kollege Schichtleiter macht im Leitstand, haben wir eine Havarie. Weil nur wenn der diese zwei Ereignisse zusammentreffen, oder? Nee, ja.
Andersrum, wenn wir eine Havarie haben, hat dieser eine bestimmte Kollege Schicht im Leitstand. Okay. Und andersrum, sobald Kollege Straßenbahn in Urlaub ist, haben wir eine Havarie oder Wartungsfall. Okay. Und es scheint da einen Zusammenhang zu geben, was sich auch heute wieder bestätigte. Wir warten noch, wie schlimm es wird. Okay. Aber lustig wird es in jedem Fall. Das ist toll. Das ist super. Das heißt, ich hatte einen relativ langen Arbeitstag. Mhm. Das Stundenkonto natürlich freut den angeschlossenen Hendrik weniger. Hallo Flugzeug. Danach war ich noch kurz einkaufen, kaufte eine skurrile Mischung aus Radieschen, Salami-Sticks und Obst. Und das war auch so ungefähr mein Abendessen. Das klingt aber noch einer sehr guten Wahl. Ja, eigentlich wäre der Plan gewesen, grüne Soße zu machen heute. Okay. Ne, wir erkennen eine gewisse Storytelling-Spannungsbogen, dies, das. Aber das will ich der Dame nicht wegfressen, deswegen habe ich gedacht, nee, machst du das heute Abend nicht, wenn die Dame nicht da ist. Die Dame ist heute Abend nämlich nicht da. Viele Grüße an die Dame. Wird ausgerichtet, beziehungsweise wenn sie es hört, Grüße. Die grüne Soße ist im Kühlschrank. vielleicht koche ich nachher noch Kartoffeln vor, da haben wir das morgen zu mitnehmen für auf Arbeit. Mhm. Mal schauen. Gibt es nur grüne Soße und Kartoffeln oder wird es noch was dazu geben? Ganz klassisch, grüne Soße mit Pellkartoffeln. Hm? Und dann habe ich den Faden verloren. Und mein Getränk. Ist ja furchtbar. Warte mal gerade, Moment, ich gehe mein Getränk suchen. Ist er wieder. Pünktlich zum nächsten Nebengeräusch. Genau. Die Darbietung von Hellspells präsentiert Ihnen die Erlöserkirchengemeinde von nebenan. Oh, ist gezeichnet. So, die Dame ist auf dem Heimweg und hat schlechte Laune. Und ich habe Wasser. Weißt du, solltest lieber Schnellkartoffeln kochen. Nee, die war essen mit ihren Kollegen. Ah, ach so. KollegInnen. Okay. Okay, dann mal sehen. Ja, schlechte Laune und Kausalketten zieht sich auch heute wieder durch diesen Tag. Oui. Ich habe meinen Nachmittag damit verbracht, zusammen mit Jonas. Also genau genommen hat sich Jonas den Tag versaut, weniger ich. Bei meiner Schwester einen Drucker einzurichten. Drucker sind die Geister der Menschheit, wie wir alle wissen. Ich habe diesen Disclaimer auch mehrfach vorneweg geschickt. Stellt sich raus, also... Es ging nicht mal, wenn wir es machen. Es ging nicht mal, wenn wir es mit unserem Drucker machen. Wann kam eigentlich der Moment in der Menschheitsgeschichte, wo man sich dachte, nein, ich brauche keinen eigenen Schreiber mehr zu Hause. Ich kaufe mir ein Druckgerät. Das war doch völlig dumm. Ich glaube, Gutenberg, mit der Teufelsbibel. Möglich. Weißt du, Schieferplatten. Da weißt du, was du hast. Naja. Oder so. Wie heißt's? Clay? Lehm. Lehm-Tablets. Richtig. Oh, richtig. Voll gute Sache. Richtig. Freifähr, überhaupt kein Thema. Gelöstes Problem. Ja. Haltbar machen, gelöstes Problem. Aber nein, wir brauchen Drucker. Hast du wenigstens ganz noch. Ganz ehrlich, also ich meine. Ich bin ein technisches Rindvieh, das wissen wir. Damit kann ich leben. Ich glaube, ich bin auf der Skala eines DAOs doch relativ im Mittelfeld. Aber ich bin nicht völlig hirnrissig dumm. Im Vergleich zum Standard mit Menschen, den wir so kennen. Aber Drucker, warum? Also das alle Menschen, die in irgendeiner Form mit IT und Zeug und Hardware, sagt jeder Drucker sind die Hölle, oder? Gibt es jemanden, absolut, der das anders sieht? Soll da irgendwo am Nordpol einen Eskimo geben, aber... Nee, ich glaube,
glaube, unterm Strich, nein, das finden einfach alle furchtbar. Gut, das ist beruhigend. Naja, aber ich habe meine Schwester wieder gesehen und geknuddelt, das war auch gut. Gut. Sie hat fürchterlich geweint, weil ich sie massiert habe. Aber das tut sie immer. Okay. Sehr kleine Hände, dadurch sehr kleine Druckfläche, die auch in böse Körperteile unter Schulterblätter und sowas appliziert werden kann und relativ viel Kraft in den Poten. Ja, ich verstehe. Und Druck ist ja Kraft pro Fläche und so. Viel genau Kraft, das, wenig genau Fläche. Das. Ja. Und da ich ja mit meinem eigenen Körper einen gewissen Umgang pflege, der mehr so auf Gleichgewicht des Schreckens, ist das halt mit dem zärtlichen Massieren bei mir eher nicht vorgesehen. Ja, ach, nun. Aber trotzdem fragt sie mich jedes Mal wieder. Selbst dran schuld. Richtig. Ach. Nö, aber ansonsten war das heute eigentlich ein relativ ereignisloser Tag. Es ist endlich wieder warm. Mir ist endlich wieder warm. Ich habe wieder einen Körper. Es ist fantastisch. Ist irgendwas passiert? Hast du Fieber? Hast du das Fenster zugemacht? Was ist da los? Nein, aber wir hatten heute das erste Mal seit einer Woche Sonne. Ah, okay. Also es hat ja hier wirklich sinnflutartig geregnet über die ganze letzte Woche. Und das ist halt tot für die Gelenke. Also alles, was so knochengedingt ist, ist dann mehr oder weniger komplett Altmetall, kannst du sagen. Aber wie gesagt, es gab halt ein paar Stunden Sonne und ich kann mich wieder bewegen. Es ist wundervoll. Ausgezeichnet. Was überlegst du? Es gibt noch was, warte mal. Okay. So. Huch, wer hat mein Mikro verwuselt? Ich weiß nicht, ob wir da gestern schon drüber gesprochen haben, aber es kamen Dinge bei mir an. Ah. Wir haben jetzt ausgezeichnet. Aufkleber. Und für ausgezeichnet. Ein rotes Poloshirt mit einem Laberwahl-Emblem drauf. Hervorragend. Die T-Shirts sollten am Freitag geliefert werden. Sehr gut, ich unterstütze das. Und ich habe mich in meinem eigenen Teppich verfangen. Naja. Okay. Brauche ich gar keinen, der mich einwickelt in den Teppich. Das kann ich schon selber. Ach ja. Ansonsten bin ich heute aufgewacht mit schrecklichem Muskelkater. Was hast du gemacht? Ich habe Sport gemacht, worüber wir uns ja gestern unterhalten hatten. Ah. Und da wir ja wissen, wie es aussieht, wenn ich Sport mache, habe ich natürlich mit einer halben Stunde Oberkörpertraining angefangen. Okay, also Sport ist quasi deine grüne Soße. Und, ja, genau. Und wir reden natürlich nicht darüber, welche Geräusche die Schulter während dieser halben Stunde Sportübungen gemacht hat. Naja, wahrscheinlich die gleichen Geräusche, die eine Dampflok macht, wenn sie anfährt, oder? Nein. Ächzendes Metall und Stöhnen? Hast du schon mal in einen Tank Zucker appliziert? Genau. Ungefähr so. Ja, und es beinhaltet halt so Übungen mit denen und so den Arm über die andere Schulter stupsen und machen und tun. Ich bin immer noch der Meinung, die Schulterdehnung daran ist nicht das Problem. Das Problem ist die anatomische Nähe zwischen Schlüsselbein und Oberweite. Okay. Auf Deutsch gesagt, ich habe hier so im Schulter-Brustbereich tödlichen Muskelkater. Das ist nicht das, was ich glaubte, was du sagst. Okay, ich. Ich hätte drauf getippt. Ich hätte drauf getippt, dass das Schulterdehnen zwar das Problem nicht unbedingt sind, aber vielleicht die Knieschweden oder.
Ja, ich meine, wir alle wissen, dass die Knieschweben das Problem sind, also. Aber wir wollen ja in diesem Format auch unsere. Den nordeuropäischen Aspekt nicht unerwähnt lassen. Genau. Unsere, nein, aber wir wollen ja unsere Freunde grüßen. Klischees auch nicht unbedingt öffentlich propagieren und so, weil wir wissen ja im tiefsten Inneren unseres Herzens, dass es falsch ist. Außer bei den Schulter-Schweden. Und Franzosen. Und Franzosen. Denn wir alle wissen, es ist einfach falsch, Franzose zu sein. Ach. Aber lustigerweise habe ich erstaunlicherweise keinen Muskelkater in den Beinen. Ich habe ja vorgestern Dinge mit Beinen gemacht. Und ja, entweder habe ich das sinnvoll, also zeitlich sinnvoll, nicht übertrieben. Achso, ja. Was ich nicht glaube, weil es war eine halbe Stunde auch. Mhm. Aber da will ich tatsächlich gar nicht so schlimm sterben. Ich habe also Hoffnung. Okay. Ach. Aber man merkt ja auch, dass man asymmetrisch ist an der Tatsache, dass man nur auf einer Seite Muskelkater hat. Das ist auch eine sehr witzige Erfindung. Ja, das wäre der Moment, wo ich nervös werden würde. Weil Schmerzen sind kein Problem, solange sie symmetrisch auftreten. Genau. Dann ist es nichts Gefährliches. Nee, ich glaube halt einfach tatsächlich, dass bei mir durch das kaputte Schlüsselbein an der Seite der Muskel anders läuft, als er normalerweise tut. Ja. Und dass deswegen da eine Dehnung halt sich anders verhält als regulär, aber ja, ist geraten. Ja. Weil das medizinische Personal hat es ja aufgegeben, mich zu beraten. Sind ja irgendwann lachend in den Ruhestand gegangen. Tja nun, ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber Röntgenbilder von dir sehen ein bisschen aus wie ein Picasso. Burnout hieß das, ich verstehe das. Ich würde in wenigen Sekunden kurz die Kamera ausmachen und dem Jonas gute Nacht sagen. Okay. Gleich sofort wieder bei dir. So. Nutze diesen unbeobachteten Moment. Für eine Musikeinlage. Welcher Song ist das? Man findet keine Freunde mit Salat. Nein, es war Sherry, Sherry Lady. Ah. Hm. Hallo Jonas. Nochmal, ich hatte das nicht raus. Hallo. Hallo. Es kommt nun zur Speisung der Fischis. Erspeisung? Nein, die werden gemästet gewissermaßen. Ah, okay. Gut. Ich wünsche einen schönen Abend. Jo. Und, mir auch. Tschüss. Bis dann. Schmeiß mal bitte noch das Handtuch aus dem Bett. Ach nee, das liegt schon hier. Gut, vergiss es. Jonas wirft das Handtuch. auch das kann ich Ihnen schon übeln. Bis dann. Ja, jetzt bin ich wieder geistig und generell anwesend. Hallo. Wie geht's eigentlich den Fischis? Den Fischis geht gut. Wir haben keine Verluste mehr zu melden. Sehr gut. Die Guppies hatten sich ja selbst kannibalisiert, das hatte ich dir aber, glaube ich, schon erzählt. Das kommt mir nicht bekannt vor, aber auch nicht verwunderlich. Nee, irgendwie nicht. Also, wir hatten 2 rote Guppies und 3 blaue. Mhm. Der eine blaue war schon angematscht, als er hier ankam. Mhm. Dann habe ich also mehr oder weniger da schon keine Überlebenschancen und das war auch so. Und die anderen beiden roten Guppies sind innerhalb von einem Tag beide gleichzeitig endet. Okay. Und ich nehme an, dass die sich gegenseitig kalt gemacht haben.
Die Frage ist, hast du jetzt einfach nur noch zwei violette Guppies? Dann habe ich eine Theorie, was passiert ist. Nein, ich habe tatsächlich zwei blaue und es sind beides Männchen. Okay. Ich hätte eher darauf getippt, dass die sich auffressen und dann die Farbe des... bei Flamingos, die ja auch roter werden, wenn sie rote Krebse fressen. Genau. Man weiß ja nicht. Nee, sie hatten sich auch nicht angefressen, aber... Sie haben, also ich nehme an tatsächlich, dass die sich bekämpft haben. Hm. Wahrscheinlich halt schon dort im Zoohandel, wo wir sie gekauft haben. Ja. Denn die Schwanzflosse sah schon ein bisschen angematscht aus und unsicher. Das Problem war, ich hatte meine Tüten mit Fischis und alles schon bezahlt und laufe aus dem Laden raus und sehe im Rauslaufen durch Zufall das Meerwasser-Aquarium. Und da gibt es doch diese gelben, ich weiß nicht, ob sie Guarami oder wie sie heißen. Die haben halt auch so eine voll exponierte Rückenflosse. Ja. Und nein, dieses Tier hatte keine Rückenflosse mehr und schwamm trotzdem noch sehr glücklich in diesem Aquarium rum. Okay. Und das spricht in meinen Augen nicht unbedingt für die Qualität dieses Aquaristik. Ja. Aber wie gesagt, das habe ich halt erst dann gemerkt, als ich die Fischis schon gekauft hatte. Deswegen haben wir sie jetzt einfach drauf ankommen lassen. Ja. Aber zumindest den Neons geht's gut und den Dornaugen geht's auch gut. Die Dornaugen kamen ja aber direkt vom Händler. Also die haben quasi das Becken vom Aquaristikmann gar nicht erst betreten. Die kamen quasi direkt über den Versand. Ja. Und den Welsen geht's auch gut. Die chillen immer noch an ihrer Quelle. Prima. Also wir hatten keine Selbstmorde mehr zumindest. Das ist viel wert. Mhm. Wobei ich sagen muss, also als wir hier 40 Grad hatten, das war schon grenzwertig. Also mangelt es halt auch irgendwann an Möglichkeiten zur Kühlung, logischerweise. Ja, klar. Da kannst du eigentlich nur das Lorbeerblatt und den Dill schon nebendran legen. Genau das. Richtig. Ja, aber ach, nö, also so machen die eigentlich einen guten Eindruck. Sehr gut. Ja. Dann haben wir ja zwei neue Menschen auf dem Discord-Server jetzt. Also die Michaela war ja am Wochenende schon dazugekommen. Und die Fixin hat sich jetzt auch gezockt. Die war zwar schon länger da, war aber noch nie aktiv. Und jetzt hat sie sich auch zu uns verirrt. Sehr gut. Ausgezeichnet. Es füllt sich. Ja, also wir haben langsam das Rudel zusammen, glaube ich. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt wollte ich einmal noch kurz hier schauen. Dann habe ich heute ein Google Sheet gebaut für Kniffel. Quasi als automatisches Kniffelzettel-Dings, was sich auch automatisch ausrechnet. Ja. Weil wir wissen, ich und Zahlen, sehr böse. Und einen Würfelbot für den Discord-Server. Das heißt, wir können quasi direkt im Discord würfeln. Ausgezeichnet. Ja. Es wird alles ganz fantastisch werden. Niemand kann uns aufhalten. Genau. Und natürlich, und ich hoffe, Jonas hört die Folge nicht, bin ich heute wieder beim Chinamann ein bisschen eskaliert. Versand oder Futter? Ah, okay. Und Würfelbecher und einen Mini-Billardtisch. Gott. Ja, aber ich will auch mal wieder Billard spielen. Plastiktisch. Ja. Sie halt. Aber ich finde das cool. Es hat nur 5 Euro gekostet. Ja, okay. Ja, aber wir werden jetzt erstmal warten müssen, bis das alles ankommt und dann. Ja. Ausgezeichnet. Ich suche ja auch immer noch so ein lustiges Tischhockey. Aber es gab doch früher in den Schullandheimen und so, gab es ja ab und zu mal einen Billardtisch. Und dann gab es so ein Air-Hockey-Ding, wo unten so eine Pusteschicht war. Mhm. Und sowas suche ich eigentlich immer noch, aber das kriegst du wahrscheinlich wirklich erst einen größeren Maßstab. Ja, da lohnt sich schon fast das selber bauen. Wie macht man das? Mit Druckluft, oder? Ja, ja.
Also entweder du hast einen alten Staubsauger, wo du quasi den Ventilator umdrehst. Mhm. Platte obendrauf und Löcher bohren. Mhm. Wenn du Jonas darauf ansprichst, müsste er eigentlich Menschen kennen, die das getan haben und sich daran erinnern, wie das geht. Okay, ausgezeichnet. Aber angemessen handeln. Weil das war halt auch immer cool. Das habe ich immer gern gemacht. Ich meine, unser ehemaliger Vermieter hat sich so ein Ding mal aus Edelstahl gebastelt. Das ist cool. Damals, als ich noch beim Jonas gewohnt habe. Mhm. In den alten, alten Zeiten. Als wir noch jung und ambitioniert. Jung waren. Ach. Ja. Naja, und alte Zeit, ich habe ja heute den Dela Pantry aktiviert. Mhm. Also es wird ab Ende August wieder einen neuen Dela Pantry Podcast geben. Weil wir haben jetzt den 9. August, ich nehme jetzt seit 9 Tagen wieder auf und es waren jetzt schon über 3 Minuten. Ja. Das heißt, wenn ich dann immer einmal im Monat so eine Folge raushaue, komme ich trotzdem auf meine Viertelstunde. Ja. Und ja, also zumindest ich muss mich tatsächlich doch immer wieder drüber amüsieren. Sehr gut, sehr gut. Dabei habe ich natürlich heute wieder festgestellt, dass iTunes Connect die absolute Pest ist. Reicht nach Druckern. Wofür, warum brauchst du iTunes? Ich bin mir nicht sicher, ob man es braucht. Also, das ist halt dann mit deinem Feed dann gelistet ist bei iTunes. Auch. Ach so, okay. Also, so habe ich es verstanden, ob das so ist. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Alles klar. Also so verstehe ich das, dass das dafür da ist, dass es dann bei iTunes auch gelistet ist. Das heißt, ich war die ganze Zeit, wo ich noch nicht bei dir unter Vertrag war, nur so unerfolgreich, weil ich nie bei Apple gelistet wurde? Genau das. Hm. Faszinierend. Ich dachte, es läge an meinen schlechten Formaten. Ach. Ansonsten habe ich gestern Abend festgestellt, dass ich einen Instagram-Account zu haben scheine. Oh. Zumindest habe ich Zugangsdaten, die funktionieren. Tu dir selber den Gefallen und mach es nie auf. Ja, es hat sich auch überhaupt nicht mehr erschlossen, A, warum es funktioniert und B, was das soll. Also ja, manchmal bekommt man ja Links zu Instagram geschickt. Es hat an der Tür geklingelt, ich muss kurz. Okay. Ach, ich lasse das einfach so. Okay. Ich schneid's ja eh. Werbung. Ach, Armin, was machst du für Sachen? Damit wir dir die Zeit ein bisschen vertreiben können, hast du dir spezielle Podcast-Episoden gewünscht. Die Geister, die du riefst. Also, aus NRW beginnen wir mit den Prognosen für heute, den 8.8.2023. Das Wetter in NRW. Am Abend scheint zeitweise die Sonne. Daneben gibt es auch zahlreiche Quellwolken mit einzelnen Schauern, die aber meist nur von kurzer Dauer sein werden. Am späten Abend zieht dann von den Niederlanden her ein neues Regengebiet ins Rheinland. In den trockenen und sonnigen Momenten erreichen die Temperaturen 16 bis 20 Grad, mit den Höchstwerten am Rhein. Die Höhenlagen von Sauerland und Eifel bleiben mit 12 bis 15 Grad etwas frischer. Der Westwind weht mäßig und stark böig. Bislang sind wir hier oben nicht weggeflogen. Naja, was soll ich sagen? Eigentlich hatte ich überlegt, dir etwas von Janosch oder Ähnliches vorzulesen. Aber du weißt, veröffentlichen, Gemeinfreiheit. Dann habe ich in den Bücherschrank gegriffen und fand Hemingway, Tolstoi. Aber um ehrlich zu sein, der alte Mann und das Meer ist alles andere als lebensbejahend. Zwar gemeinfrei, aber mit Sicherheit nicht nett.
Und dann dachte ich mir, naja, was hält denn Körper und Seele noch so zusammen? Und fand in meiner Sammlung Henriette Davidis illustriertes praktisches Kochbuch für die bürgerliche und feine Küche. Zwar in einer Neubearbeitung, aber immerhin noch von 1905. Ich gehe also davon aus, Henriette Davidis, 1800 anno Tuck gestorben, dieses Werk sollte definitiv gemeinfrei sein. Erfreue dich also nun an der ein oder anderen Kleinigkeit. Für die Ohren ein Schmaus, für den Magen, naja, ich würde es nicht Graus nennen, aber wer weiß. Du bist im Krankenhaus, Essen dürfte die nächsten Tagen eher mittelmäßig werden. Sollte ich dir jetzt wirklich von etwas zu essen vorlesen? Naja, es gibt ja keine zwischenmenschliche Beziehung, die es wert wäre, eine gute Pointe fallen zu lassen. Und was soll ich sagen, die Nachtschicht kennst du nun auch lange noch. Ah, Seite 40, fortfolgende, Teil B, Suppen. Das klingt, als wäre es was für dich. Suppen im Teil 4, Suppen für die schnelle Küche im Teil 3. Suppen über Suppen, wo soll ich anfangen? Milch- und Wassersuppen, ziemliche Magerkost. Siehe da, Wein- und Biersuppen. Also für dich heute die Suppe 161, Biersuppe mit Rosinen. Man koche reichlich Rosinen mit Wasser und Weißbrot auf, so lange, bis erstere ganz weich wird. Dann gieße man so viel Bier hinzu, dass es recht kräftig schmeckt. Versüße es mit Zucker und gebe, wenn es kocht, je nach Portion der Suppe 1/2 bis 1 Esslöffel Mehl mit Wasser verrührt hinzu. Rühre die Suppe, welche weder zu dünn noch zu dick sein darf, mit Eidotter und etwas Zimt ab. In Ermangelung der Eier rühre man das Mehl mit guter Sahne oder auch etwas Milch an. Na, wenn das nicht ein Graus-Schmaus sein wird. Armin, halt die Ohren steif. Wer weiß, vielleicht gibt es morgen etwas Neues für dich. Hallo Armin, hier ist Tobias. Ja, ich hoffe, es ist alles super verlaufen. Ich wünsche dir schnelle Genesung und dass wir bald wieder uns beim Jitsi sehen und hören und du dem Blathering lauschen kannst, ohne irgendwelche Wehwehchen oder ähnliches davon. Haben wir alten Männer ja genug. Mach's gut, bis dann. Ciao. Ach ja. Henry, du sollst doch die Dame des Hauses in Ruhe lassen und sie lieb grüßen. Lieb gegrüßt habe ich sie, glaube ich. Und dieses in Ruhe lassen hat sie nochmal bestärkt. Hat genug für Menschen für heute getan. So. Hallo. Wir haben Zuwachs bekommen. Hallo. Hallo Zuwachs. Und wir haben Lurker, die trauen sich nicht was zu sagen. Ja, normal. Ja. Ich bin heute der Zuwachs mit den lustigen Atmo-Geräuschen. Oh, warte mal, da mache ich auch was. Das sind lustige Atmo-Geräusche. Oh. Ja, die habe ich heute auch schon produziert. Okay. Okay. Werden wir jetzt den ASMR-Podcast? Oh ja. Ja, so zwischen, oh ja, kannst du rausschneiden, so zwischen Minute 7 und 8. Angst. Ja. In Hendrians Welt ergab das jetzt Sinn. Ja. Okay. Mehr Xylophon. Ja, total lustig. Wenn man ein Notebook mittels USB-Dingsies, die auf einem Schreibtisch stehen, connectet und an diesen USB-Dingsies unter anderem auch eine externe Tastatur ist,
und man das Notebook aber aus Platzgründen auf diese Tastatur stellt, dann kann es sein, dass das Notebook mit seinem Eigengewicht irgendwelche Tasten drückt, was dann dafür sorgt, dass wenn man eigentlich das Touchpad des Notebooks bedienen möchte, Funktionen in der Form, wie man sie erwartet, zur Verfügung stehen. Für Sie getestet heute. Das ist spannend. Wenn der Notebook sein eigenes Passwort eingibt. So ungefähr. Ach, aber ich habe neuerdings auch sehr viel Spaß mit Tastaturen. Mein Laptop, also mein, ich habe ja so ein kleines Medion-Netbook-Dingsi, hat rausnehmbare Tastaturen. Also ich habe die auch schon rausgebaut und auch schon wieder eingebaut. Und habe eigentlich gedacht, ich habe da irgendwo ein Krümel drunter oder sowas, weil es halt permanent eine Taste gedrückt hat. Jetzt habe ich das alles wieder ausgebaut, sauber gemacht, wieder eingebaut. Jetzt drückt es eine andere Taste. Dann habe ich diese Taste ausgebaut, sauber gemacht, eingebaut. Jetzt drückt es die nächste Taste. Und ich weiß langsam nicht mehr, was ich noch tun soll. Sind die alle in einer Reihe? Dass du den Dreck einfach wegputzen kannst? Hast du die Stecker überprüft? Welche Stecker? Na, die, wo die Tastatur auf dem Mainboard hängt. Nein. Ist das was ich einem Jonas in die Hand drücken kann? Weil ein Jonas hat gesagt, ja, der kann das. Spannendes Problem, aber nein. Ach doch, der ist klug, der kann das. Ich habe halt tatsächlich die Vermutung, weil es quasi auf einer Seite ist und das ist die Seite vom Rechner, die auch warm wird. Deswegen hatte ich tatsächlich so gedacht an Ausdehnung und... Ja, Spaß mit Bimetall, wollte ich gerade sagen. Ja. Ein bisschen Bi schadet nie. Wäre noch ein Grund, die Stecker zu überprüfen, Hallöchen. Okay, dann werde ich da wohl angemessen handeln müssen. Ist das denn was man... Die Aussage war auf Stecker bezogen. Metallgedöns, Bögen. Auch auf alles andere, aber das ist ein anderes Thema. Sagen wir mal so, gesponnen das Problem liegt da. Ist das dann ein lösbares Problem oder heißt das dann, ich kann das Gerät wegwerfen? Ja, ich hätte gesagt, Stecker abziehen, draufpusten, Stecker draufstecken, dann wird es schon wieder gehen. Das ist doch wie immer. Mit oder ohne Spucke? Je nachdem, wie es besser reingeht. Hallöchen. Entschuldigung. Ja, nun. Ja, nicht unbedingt aufs Mainboard spucken. Das finden die meistens doof. Einmal geht das bestimmt. Ja. Also man kann das auch mehrmals machen, aber es verbessert die Funktionsfähigkeit einfach nicht. Wahrscheinlich. Wir haben jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde voll. Was? Wir haben Dreiviertel rum, 50 ungefähr angefangen. Dein Bot sagt 38 Minuten minus die Zeit, die ich wohl rausschneiden werde. Ach ja, ja gut, okay. Also wir können auch gerne an dieser Stelle... Raus und du packst klar. Da jetzt quasi an diese Folge das Geheimprojekt. Packe. Es gibt dann Projekte. Dann hören wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Im nächsten Double Feature und wir werden sehen, ob dieses Double Feature in der richtigen Reihenfolge online geht. Wir hoffen Sinne, das alle. Irgendwas mit Science Fiction Double Feature Picture Show. Werbung. Dumm, dumm, dumm. Dumm, dumm, dumm. Hallo Armin. Hier ist eine kleine Geschichte für dich. Der starke Armin war ein Bauer, der zwei Pferde, eine Katze und Hühner hatte. Er war sehr stolz auf seine Tiere und kümmerte sich gut um sie. Er fütterte sie jeden Tag, bürstete ihre Felle, spielte mit ihnen und gab ihnen Namen. Seine Pferde hießen Blitz und Donner, seine Katze hieß Minka und seine Hühner hießen alle Gerda. Eines Tages bekam er Besuch von einem Reporter,
der eine Reportage über das Landleben machen wollte. Der Reporter war sehr neugierig und stellte Armin viele Fragen über seine Arbeit, seine Tiere und seine Hobbys. Armin erzählte ihm alles, was er wissen wollte, und zeigte ihm seinen Hof. Der Reporter war beeindruckt von Armins Kraft und Geschicklichkeit. Er sah, wie er einen Heuballen mit einer Hand hob, wie er einen Zaun reparierte, wie er seine Pferde ritt und wie er seine Katze streichelte. Er machte viele Fotos von Armin und seinen Tieren und schrieb sich alles auf. Doch dann passierte etwas Unerwartetes. Als der Reporter die Hühner sehen wollte, öffnete Armin die Tür zum Hühnerstall und rief: »Hallo, meine lieben Gerdas!« Doch statt eines fröhlichen Gegackers hörte er nur ein lautes Krähen. Er schaute in den Stall und traute seinen Augen nicht. Alle seine Hühner waren zu Hähnen geworden. Der Reporter lachte sich schief und fragte: »Wie ist das denn passiert?« Armin war sprachlos und wusste nicht, was er sagen sollte. Er hatte keine Ahnung, wie seine Hühner zu Hähnen geworden waren. Er hatte sie doch gestern noch als Hühner gesehen. Er dachte nach und ihm fiel ein, dass er gestern Abend einen neuen Sack Futter gekauft hatte. Er ging zum Futterlager und schaute auf das Etikett. Da stand in großen Buchstaben: »Hähnchenfutter für mehr Potenz und Vitalität.« Armin wurde rot vor Scham und Ärger. Er hatte aus Versehen das falsche Futter gekauft. Er hatte seine Hühner zu Hähnen gemacht. Er fluchte laut und rannte zum Laden, um sich zu beschweren. Der Reporter folgte ihm lachend und machte weiter Fotos. Das war der Anfang einer sehr lustigen Komödie über den starken Armin. Und jetzt fragt ChatGPT doch einfach hier, wie wir die Geschichte fanden. Wollt ihr wissen, wie sie weitergeht? Ich habe nämlich keine Ahnung und bin auch nicht so kreativ, sie einfach weiterzuempfinden. Deswegen, lieber Armin, werde schnell wieder gesund, damit ChatGPT nicht weiter irgendwelche schwachsinnigen Geschichten schreiben muss. Wir wünschen dir gute Besserung. Bis dann. Hallo Armin, ich wünsche dir eine baldige Heimkehr vom Krankenhaus, dass es nicht allzu schlimm wird und dass dir sehr gut geholfen werden kann. Ich wünsche dir soweit alles Gute und bis demnächst. Gruß, Shelter. Hallo Armin, hier ist die Dela. Wir hatten dir ja schon angedroht, dass wir so lange podcasten, bis es dir wieder besser geht. Aber ich glaube, nur darauf verlassen ist auch doof. Deswegen ganz, ganz explizit nochmal eine Audio-Postkarten-Dings-Geschichte mit Genesungswünschen. Wir hoffen alle, dass es dir ganz bald wieder besser geht, dass das alles wunderbar läuft. Und ich bin da auch eigentlich sehr optimistisch, dass das alles läuft, wie es soll. Jedenfalls hoffen wir, dass du bald wieder voll hergestellt bist, dass das alles klappt. Und wir haben dich sehr lieb, wir denken ganz doll an dich und alles wird gut. Hab keine Angst, wenn was ist, einfach melden, wir sind alle da und wir lassen dich da nicht alleine. Mach's gut! Hallo Armin, da bin ich wieder. Du erinnerst dich, die Geister, die du riefst. Also, heute haben wir schon den 9. August. Was sagt denn dieses Internet zum 9. August? Also, Wikipedia behauptet, der 9. August ist der 221. Tag des gregorianischen Kalenders. Der 222. in Schaltjahren. Ja, 2023, definitiv kein Schaltjahr. Also haben wir wohl den 221. Tag. Somit bleiben jetzt noch 144 Tage bis zum Jahresende. Ach, 221, 144, das sind hübsche Zahlen. Ich mag sie. Worüber könnten wir jetzt noch sprechen? Ereignisse, geboren, gestorben, Feier- und Gedenktage. Ach, lassen wir die Würfel entscheiden. Zwei
und zwei. Zweitens, geboren. 2.2 im 18. Jahrhundert. Ja, im 18. Jahrhundert. Am 9. August 1718 wurde geboren Placidus von Camerlor, ein deutscher Komponist. Ich habe nicht den Hauch eine Ahnung, ob der Typ wirklich so geheißen hat. 1722, August Wilhelm von Preußen. Ja, klar, dass wieder nur die Geburten von preußischen Generälen dokumentiert sind. Wen hätten wir denn dann noch? 1732, Eberhard Ludwig Becht, deutscher Archivar und Bürgermeister von Heilbronn. Kommst du aus Hamburg, aus Dresden, aus Heilbronn? Egal, irgendwie haben wir dein Herz gewonnen. Ach, an dieser Stelle grüßen wir den Ralf. 1736. Louis V. Joseph, keine Ahnung, Fürst von Condé, General der französischen Armee. Ich hatte übrigens nicht einen Tag Französischunterricht in der Schule. 1738. Anna Pestalozzi. Sie war übrigens Ehefrau von Johann Heinrich Pestalozzi. 1745. Wolfgang Schlichtinger, österreichischer katholischer Geistlicher. 1748. Bernhard Schott, deutscher Musiker und Musikverleger. 1750. Hellwig Bernhard Jaub, deutscher Jurist und Hochschullehrer. 1757. Elisabeth Schüler Hamilton, eine US-amerikanische, also Elizabeth wahrscheinlich, Schuyler Hamilton, eine US-amerikanische Philanthropin. 1757 ebenfalls Thomas Telford, britischer Baumeister. 1759 Ernst Christoph Helle, deutscher Fabrikant und Kommunalpolitiker. 1759 Johann Christoph Friedrich Gutzmutz, deutscher Pädagoge. Und dann hätten wir noch 1764 Caroline Auguste Fischer, eine Schriftstellerin und Frauenrechtlerin gehabt. Das Ganze geht noch weiter bis 1796. Endet dann irgendwann mit Eduard von Rabenau, Domprups von Naumburg und preußischer Politiker. Ich sag doch, wir beginnen mit dem Preußen. Wir enden mit dem Preußen in dieser Aufzählung. Also zumindest was das 18. Jahrhundert angeht. Aber genug von damals. Kommen wir wieder zu deinem leiblichen Wohl. Gestern Biersuppe, womit machen wir denn heute weiter? Ach ja, man ist so alt, wie man sich fühlt. Was hältst du von 1-2-1, Suppe von jungen Gemüsen? Man lasse Mehl in einem Stück Butter anziehen, gebe so viel Wasser, als man Suppe zu haben wünscht, und Salz hinzu und lasse folgende junge Gemüse kleingeschnitten darin gar kochen. Wurzeln, Kopfsalat, Spinat, Sauerampfer und junge Erbsen. Dann rühre man die Suppe mit etwas Fleischextrakt oder Maggi-Würze. Sehr geil. Maggi 1800 Anotuk. Fein gehackter Sellerie und einem Eidotter oder, so kein Ei zur Hand, etwas Sahne ab und gebe in Butter gelöstes Weißbrot dazu. Eine kleine Randanmerkung hat Henriette Davides noch für uns. Zum Kochen dieser Suppe ist 1/1 Stunde
hinreichend. Also Suppe vom Junggemüse, nur echt mit Magie, auch schon 1800 anno Tuck. Armin, lass es dir schmecken. Ich schau mal, welche Leckerei ich morgen für dich habe.